Willkommen zurück hier in der Gaia-Quelle. Wir speichern mal ganz geschwind. So, sehr schön. Und dann geht's mal weiter. Beim letzten Mal ist die Aufnahme ja ein wenig plötzlich stehen geblieben, aber ach, kann man nichts machen. So, wir sollen uns also im Uhrzeigersinn bewegen. Also fangen wir hier an im Wolkengarten. Und haben auch gleich viele schöne und auch weniger schöne Gegner. Was wir uns auf jeden Fall merken müssen, ist, die Gegner hier sind deutlich angenehmer als die in der Schattenwelt, also in der im Schattengarten. Hoppa! Oh ja! Hier haben wir die Moonwalk-Gegner. Sehr schön. Einige von euch werden wissen, was ich meine. Wow. Verdammt. Und hier im Wolkengarten, in dem zweiten großen Dungeon, haben wir zwei rote Juwelen, die wir auffinden müssen. Hoffentlich wird das was. Wenn nicht, müssen wir uns Wund suchen, bis wir es gefunden haben. Also bei einer bin ich mir sicher, wo die ist. Bei der anderen eher weniger. Stirb! Ihr habt gegen uns keine Chance. Und der Mondvolk-Typ sagte ja auch, dass wir von der Klippe springen müssen, um in die Schattenwelt zu kommen. Also vermutlich hier runter. Hoppa! Tatsächlich! Und da haben wir sie! Unsere Moonwalker! Die halten noch um einiges mehr aus. Und bei dem müssen wir auch aufpassen. Denn deren Kugeln fallen ungeordnet auf den Boden zurück. Hoppa! Die! Sehr schön. Hier haben wir 10 Stück. Und hier haben wir auch die ersten kleinen Rätsel in dem Dungeon. Bisher hatten wir nur, naja, wenn überhaupt, Mini-Rätsel. Aber das wird hier auch schon ein bisschen anders werden. Wow, Hilfe! Wow, Hilfe! Hilfe! Manometer. Gar nicht gut. Okay. Wir haben noch einen Gegner übersehen. Also zurück. Dann hier runter erstmal. Ach. Jetzt aber. Schübidi-bübi. Ja. Okay, 6 Stück. Die Frage, wo müssen wir hin? Ich glaube, hier gab es einen Weg, den man abgehen musste. Ganz blind links. Also da kann man sich kaum verirren. Moment. Ich glaube, hier sind wir richtig. Chububi dubi dubi dubi. Okay. Stirb! Wenn er schwer tot ist, wie auch immer ein Schwert sterben kann, dann können wir hier die Truhe öffnen und finden den ersten von 4 Kristallkugeln. Und dennoch haben wir hier Gegner in dem Gebiet. Und zwar sowohl in der Schatten- als auch in der Lichtwelt. Ein Gegner noch. Die Frage ist nur, wo. Und die Frage ist auch, haben wir hier vielleicht bereits ein rotes Juwel? Sind wir hier richtig? Oh! Heilkräuter gefunden, sehr schön. Und mehr Leben. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Diesen Weg zu gehen.
der ja doch eher zufällig war. Okay, wo haben wir denn die vier Gegner hier? Ich glaube hier ging's noch weiter. Schubidu. Schubidu. Vielleicht hier oben? Wäre vielleicht naheliegend. Oh ja. Alle vier auf einen Fleck. Stirbt. Moonwalker wie ihr habt ihr keinen Platz. Jetzt wieder in Deckung gehen und dann raufhauen. Wow, Verteidigung, sehr schön. Deine Abwehr hat sich erhöht. Dann mal weiter hier umgucken, aber ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Also geht zurück in die Welt des Lichts. Schubidubidubi. Schubidubi. Mein Stuhl knackt hier so ein bisschen. Ist auch leicht unbequem. Ich brauche einen neuen Stuhl. Schubidu, Schubidubi. Geht's hier zurück? Ja, ne? Oder? Ja, sieht so aus. Moment hier mal, wir können vielleicht schon mal ein Dingensen hier platzieren. Und dann geht's weiter. In den zweiten Abschnitt. Ich hoffe ja wirklich, dass wir auf Anhieb die beiden Kristalle finden werden. Die beiden Juwelen, besser gesagt. Das ist meine Horrorvorstellung, dass wir hier irgendwo in irgendeinem Dungeon 10 Stunden suchen müssen. Aber gut. Bisher ging alles ja einwandfrei. Das ist doch super schön. Nimm das und das und das. Und dann verschieben wir das Ding mal. Appa! Wo kommen wir hier hin? Haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Genau, ich glaube, da hinten haben wir noch was. So, schwer tot. Und dann mal schauen. Eine Gaia-Quelle. Supidupi. Und wir können zufrieden werden. Wie schön. Am besten auch mal wieder heilen. Schubidu. Okay. Wir brauchen trotz allem noch 3 Schläge. Doof. Aber egal. Als Frieden ist alles besser. Appa! Stirb! Gut, mehr haben wir hier nicht. Also geht's ab. In die Welt des Schattens. Schubidu. Oh, aua. Das tat weh. Das finde ich nicht gut. Okay, hier dürfen wir wieder unseren Dark Fire anwenden. Ah. Aua. Jetzt reicht's aber. Herr Moonwalk, nicht übertreiben. Gut, mehr haben wir hier nicht. Bidu, du, bidu. So, allmählich wird Zeit fürs erste Juwel, oder? Juwelen, wo seid ihr? Hau nicht ab, du Penner.
bekomme Stärke. Das ist doch supidupi, da können wir uns doch mal freuen, heuen. Acht Gegner. Und eine Kiste. Interessant. Oh, aufgepasst. Ah, wow. Das könnte böse werden. Verdammt. Schon wieder getroffen. Was ist denn jetzt los, ey? Ein Glück haben wir einen Energieauflader gefunden. Oh, die Kiste will ich haben. Wird vermutlich das nächste. Oh, aufgepasst erstmal. Das nächste. Hilfe. Kristallkugel-Dingensen sein. Kristallkugel gefunden. Also kein Juwel. Dann halt nicht. Egal. Damit haben wir die beiden leichtesten Kristallkugeln gefunden. Und können jetzt zurückeilen. Das ist doch einfach mal super toll. Okay. Hoppa. Genau. Wir können noch mal gucken gleich, wenn wir in der Lichtwelt sind, auf der Karte, ob wir hier eine Kiste haben. Hätte ich drüben auch schon machen können, aber habe ich vergessen. Nee, keine Kiste. Auch gut. Damit können wir leben. Schubidi-Bubi. Okay. Rüber hier. Hoppa. Okay, ist es jetzt schlau, als vorhin weiter rumzulaufen oder nicht? Ich hoffe mal. So. 2 von 4 haben wir. Verdammt. So. Auf geht's in Nummer 3. Oh ja, hier haben wir die ersten Rätsel, die ersten Schalter zu aktivieren. Schubidubi. Ah, verdammt. Ich bin viel zu nachlässig irgendwie. Und lass mich viel zu oft treffen. Gar nicht gut. Okay, es geht in die Schattenwelt. Weil anderswo können wir nicht lang. Schade eigentlich. Hui. Haben wir hier eine Kiste? Eine Kiste haben wir hier. Interessant. Ein rotes Juwel. Sehr schön. Also können wir abhaken. 1 von 2 haben wir. Und das andere kenne ich ja Gott sei Dank auch. Da weiß ich ganz genau, wo wir lang müssen. Hoppa. Dann so? Nee. Machen wir das dann mal so irgendwie? Oder erstmal einfach zurück oder so? Oder da lang? Aber hier hat sich nichts getan. Das ist ein schlimmes Rätsel. Hä? Nicht blöd? Bitte kein Kommentar dazu. Wir können jetzt hier lang. Okay. Was bringt uns das? Ich glaube nicht viel, oder? Vielleicht ja so. Bringt aber auch nichts. So war es ja vorher auch schon, oder? Oder nicht?
Oh, verdammt. Tja. Da muss ich lügen. Ich weiß es leider nicht. Ach so, hier geht's weiter. Sehr schön. Für alles pures Können. So. Und hier haben wir... Ach, verdammt. So. Genau. Erstmal die Idioten hier wegräumen. Verteidigung! Sehr schön. Und hier ist eine Kiste. Die würde ich schon gern haben wollen. Nur wie? Genau, wir müssen hier rüber. Und dann irgendwie... Und irgendwo und irgendwann... Hä? Verzwickt. Verzwickt und zugenäht. Hier geht's so nicht weiter. Ich mag den Dungeon irgendwie nicht. Ich weiß doch ganz genau warum. Geht's hier irgendwie in die Schattenwelt? Sieht beinahe nicht so aus. Ah, hier aber. Natürlich. Okay, meine Lieben. Beim nächsten Mal geht's weiter. Hier im Wolkengarten. Bis dahin. Macht's gut.